Winter und zu Beginn des Frühlings sieht man nur die Blattrosette des Muscatella-Salbeis. Die Blätter sind sehr weich und behaart und die Pflanze ist zweijährig. Die großen, weichen Blätter fallen auch durch ihre besondere Oberfläche auf und können wohl, wenn man kleine, junge Blätter nimmt, genau wie Salbei in der Küche verwendet werden. Hier sieht man den Muscatella-Salbei in einem Mohnfeld und es ist so faszinierend. Dieser Blütenstand zeigt sich wie ein großer Schnabel, hängt so nach unten, bevor er sich dann langsam aufrichtet und entfaltet. Die Stängel sind kantig und der Blütenstand zeigt sich in weiß, rosé, violett Tönen und die Blüten sehen ähnlich aus wie bei der Taubnessel, sind also Lippenblütler. Hier nochmal mit dem Silberblatt, das sich jetzt gerade auch so violett verfärbt. Ich liebe den Muscatella-Salbei besonders, weil es eine stark ätherisch duftende Pflanze ist und wenn ich mit der Hand drüber streife, geben diese Öldrüsen ihren Duft auch an die Hand ab und es ist einfach wundervoll. Es duftet sehr lange, sogar wenn der Blütenstand dann so Ende August die Samen ausbildet, langsam trocken wird und in dem ganzen Pflanzengewebe den Winter überstehen bleibt. Es ist auch eine starke Strukturpflanze, das heißt, in diesen Pflanzengemeinschaften hält der Muscatella-Salbei auch dieses ganze Pflanzengewebe-Gefüge zusammen. Hier sieht man die Holzbiene und der Muscatella-Salbei ist mit eine ihrer Lieblingsfutterpflanzen. Die große Solitärbiene, die schwarze Holzbiene, blau-schwarz ist sie eigentlich. Hier sieht man nun, wie der Samenstand langsam trocken wird, die Stängel sind noch grün. Und das bleibt dann alles so den Winter überstehen mit den Nachtkerzen, dem Sonnenhut, dem Johanniskraut, den wilden Möhren und wo immer sich der Muscatella-Salbei ausgesät hat.